So, wir sind live. Alles klar. Dann herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Hörerinnen, zum heutigen vierten Tag des BIPcasts. Wir sind live mit entsprechenden Problemen. Wir haben einige Verspätungen, Zugprobleme der Referentinnen und stehen jetzt hier, Felix und ich stehen jetzt vor dem Torfall von Madrid und müssen im Stil von Marcel Reif und Günther Jauch ein bisschen improvisieren, bis es losgehen kann. Und würden die Chance aber gerne nutzen, ja, dass einfach vor allem Felix ein bisschen was erzählt, wie es bisher gelaufen ist. Wir können ja auf 3 Tage zurückblicken, denn das Bergfest schon gefeiert. Und ich würde dann entsprechend der Moderatorenrolle Ihnen einfach mal ja, ein paar Sachen fragen, die mir einfallen, zum ersten Feedback, zum ersten Resümee. Und wer aber jetzt schon auch was fragen möchte in die Richtung, wer Interesse hat, kann auch jetzt schon, würde ich sagen, den Chat, das Etherpad benutzen dafür. Ja, vielleicht ganz allgemein erstmal, Felix, wie ist denn dein Feedback? Als jemand, der immer im Hintergrund saß, der an allem beteiligt war, der die technischen Pannen miterleben musste, aber auch die Inhalte erleben durfte, wie ist deine Einschätzung bisher? Ja, überwiegend positiv, also die Resonanz zumindest, die ich mitbekommen habe. Das ist, glaube ich, ein spannendes Format. Ich selber habe ziemlich viel dazugelernt und ich glaube auch alle anderen, die irgendwie daran beteiligt waren, weil das doch eine ganze Menge ja, Überwindung kostet, sich jetzt hier einfach so gegen die Kamera, gegen die Folien zu sprechen, ohne jetzt genau zu wissen, wer eigentlich zuschaut. Das ist doch anders als bei den normalen Konferenzen. Und ich finde es also total super, dass wir das auf dem Wege ausprobieren und dass so viele Leute mitmachen und dass auch eine ganze Menge Leute zuschauen. Also das sind ganz überwiegend positive Eindrücke bislang für mich. Ich bin leider die ganze Woche schon erkältet, aber da bis auf den Vortrag gestern konnte ich mich ja im Hintergrund halten. Insofern ging das dann noch so. Aber ich fühle mich sehr wohl damit. Ja. Wir halten fest, erster Vorteil eines Webcasts, auch erkältet, leichter als eine Konferenz. Wie du sagtest, Resonanz ist gut, Teilnehmerzahlen sind gut. Hast du da Details? Ja, ich könnte mal hier die Bildschirmfreigabe starten und das mal einfach im Browser zeigen. Das ist jetzt ja auch alles spontan, insofern frage ich dich mal, siehst du das Bild? Schön. Dann gucken wir einfach mal in den YouTube-Channel. Ich klicke jetzt gerade hier mal wild rum, so. Also das ist ja so, dass die Videos, die wir, ich mache es mal ein bisschen größer. Die Videos, die wir jetzt live im Hangout besprochen haben, sind ja innerhalb von wenigen Sekunden dann auch online. Und da sieht man jetzt hier mal die Abrufzahlen der Videos, die sich aus den Livestreams plus anschließenden Aufrufen zusammensetzen. Und da das ja alles erst sehr kurz online steht, finde ich die Zahlen schon ganz bemerkend. Also der Vortrag von Herrn Mittermeier am Montag, das ist natürlich auch der erste gewesen, haben vielleicht noch ein paar mehr Leute einfach das mal ausprobiert auch. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob jeder da voll zugehört hat. Aber das hat immerhin 636 Aufrufe am ersten Tag. Und das ist ja eigentlich schon ein gut gefüllter Hörsaal. Insofern denke ich, ist das schon ein gutes Ergebnis. Und auch die anderen Beiträge, das merkt man immer so beim Livestream. Bei Herrn Mittermeier das war auch der Topscorer. Da waren 79 Leute im Livestream und dann anschließend bei YouTube gingen halt die Zahlen dann also weiter hoch, jetzt bis eben zu knapp über 600. Und bei den anderen Beiträgen waren das so zwischen 15 und 40 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt sind die Beiträge also eben auch weit über 100 Aufrufe jeweils. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ich denke auch, dass jetzt vielleicht nächste Woche da beim Bibliothekskongress nochmal Bezug drauf genommen wird in dem einen oder anderen Kontext und dann kann man die Videos ja schön noch weiter verteilen. Und wer den Vortrag zum AV-Portal der TIP gesehen hat, wir werden natürlich auch alle diese Beiträge hinterher auf das AV-Portal der TIP einstellen. Und da gibt es ganz spannende Features, ein automatisch generiertes Sprachtranskript. Die vergeben natürlich eine DOI dafür, das wird langzeitarchiviert. Also dieses Experiment mit all seinen Pannen wird jetzt dann doch, also ja, langzeitarchiviert und dauerhaft dann auch verfügbar sein. Und die Zahlen sind also für mich ganz überraschend hoch. Ja, das klingt doch gut. Das kann sich doch sehen lassen. Es kommt auch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du es mitliest, aber im Etherpad ist schon die erste Frage. Die gebe ich auch gleich weiter. Und zwar, gab es noch Überlegungen für andere Softwarelösungen zur Übertragung oder stand das Hangouts recht schnell fest?
Wie ist das entstanden? Da haben wir tatsächlich, weil das ja so graswurzelmäßig entstanden ist, also ich hatte mal da per Twitter einfach gefragt und so ein Etherpad angelegt und dann haben sich ja ganz viele Leute eingetragen. Wir haben das tatsächlich mit allen, die interessiert waren, die also einen abgelehnten Beitrag hatten und sich dort eingetragen haben, haben wir einfach Videokonferenzen gemacht, zwei vorbereitende, und haben das gemeinsam diskutiert. Das kann ich auch mal zeigen. Moment, ich schalte mal die Bildschirmfreigabe wieder ein. So. Ich habe das hier auf der Seite über Bibcast mal zusammengefasst, auf der Webseite. Und das steht gar nicht hier, sondern unter Anleitung. Da haben wir es. Letztlich haben dann also die Vortragenden, da hatten sich so etwa die Hälfte von den 20, die anfänglich dabei waren, halt bei beteiligt bei diesen Vorabbesprechungen. Und da haben wir eben gemeinsam dann entschieden, dass wir Google Hangouts on Air benutzen wollen. Wir haben zwei, wie ich vorhin gerade schon gesagt, zwei Videokonferenzen gemacht und haben das also auch in so einem Etherpad. Schalte mal meine Bookmark-Leiste hier nochmal eben aus. So. Haben das also in dem Etherpad diskutiert. Die Protokolle sind auch noch online, wer sich da jetzt für die Details interessiert. die erste war am 10.12. Dann haben wir uns noch ein zweites Mal getroffen am 14.01. Und wir haben wirklich ziemlich lange auch diskutiert und uns Gedanken gemacht. Und dabei ist dann letztlich sogar so eine Art systematischer Tool-Vergleich entstanden, der vielleicht, ja, wir überlegen auch noch, was wir alles draus machen. Vielleicht schreibt man dazu auch nochmal einen kleinen Mini-Artikel. Wir haben da sozusagen bei Google Docs mal die Vor- und Nachteile von den zwei präferierten Lösungen. Das war Google Hangout on Air und der DFN Videokonferenz Service hier so gegenübergestellt und haben dann einfach in einer der beiden Videokonferenzen so mal Pi mal Daumen so ein paar Punkte vergeben und sind dann letztlich bei Google Plus gelandet. Also der DFN Videokonferenz Service hat auch einige Vorteile. Letztlich war dann ausschlaggebend, dass Google einfach, ja, weil es halt ein riesiger Anbieter ist, dass die halt relativ gute Automatismen haben, um die Tonqualität zu verbessern. Das funktioniert einfach leichter, ohne dass man jetzt noch groß selber das Mikrofon einstellen muss und so. Das war bei dem Adobe Connect, was hinter DFN Videokonferenz-Services ist, so ein bisschen schwieriger. Und es ist natürlich sehr praktisch, dass man das mit dem YouTube-Channel verbinden kann und die Sachen halt sofort online sind. Man kann das natürlich auch beim DFN Videokonferenz-Service mitschneiden und hinterher online stellen in ein Portal. Oder auch bei YouTube reinstellen, aber hier ist natürlich super, es ist halt sofort eine Minute nach dem Vortrag unter der gleichen URL online und es läuft halt einfacher. Und deshalb würde ich auch heute wieder so entscheiden. Für andere Kontexte ist natürlich der DFN Videokonferenzservice, wenn man an einer Einrichtung ist, die da berechtigt ist, auf jeden Fall auch gut. Ja, wunderbar. Das ist ein bisschen behind the scenes. Ich suche gerade den Link raus, nachdem wurde gefragt, weil du sagtest auch, die Sachen sind immer noch verfügbar, wenn ich das gerne mal durchlesen möchte. Mhm. Wenn du den parat hast, dann das Etherpad auf, vielleicht könntest du ihn kurz reinposten. Ja, ich habe hier, nee, das ist auch so ein bisschen behind the scenes, da kommen unsere Vortragenden. das ist auch so ein bisschen behind the scenes, ich habe hier noch so einen Laptop neben mir stehen, ja, wo du dich jetzt selber sehen kannst. Ja. Wo ich sozusagen den Livestream mache. Guten Morgen. Oh. Hallo, hört ihr uns? Ja, wir haben die Zeit überbrückt und die Zuschauer an Bord gehalten. Ja. Ah, super, okay, prima. So, jetzt müssen wir noch für unsere Präsentation den Bildschirm freigeben. Ja, ich würde nochmal meinen Punkt von eben ganz kurz zu Ende machen, weil wir waren gerade bei den Outtakes und Behind the Scenes. Das heißt, ihr könnt euch ja nochmal kurz, ihr seid ja gerade vom Zug. Sozusagen reingesteuert. Ja. Kurz akklimatisieren. Ja. Ja. Also, wie gesagt, mit diesem Laptop hier habe ich also jetzt nochmal hier den Livestream nebenbei, weil wir haben ja so ein bisschen Latenz. Das heißt, das, was wir jetzt gerade im Hangout besprechen, erscheint halt so 10 bis 30 Sekunden später in dem Livestream. Ah ja, das ist gut. Also für mich bei der Technik immer auch eine kleine Herausforderung, Arvid, da das nochmal so beides parallel im Blick zu behalten. Den Link paste ich dann gleich rein und dann würde ich aber sagen, kommen wir lieber zum eigentlichen Vortrag und würde dann nochmal den Monitor frei mit genau. Der Präsentation. Mache ich das in Google Hangout oder über den Rechner selber? In Google Hangout gibt es, das müssen wir jetzt auch leider alles ein bisschen spontan machen, weil wir die Vorbereitungszeit jetzt nicht hatten, einfach links, also im Google Hangout gibt es so einen Button. Ja. Das ist so ein grüner Monitor mit einem Pfeil drauf, ja. Bildschirmfreigabe. Okay. Und was benutzt ihr? Nutzt ihr PowerPoint oder PDF? Ja, PowerPoint.
Dann wäre noch wichtig, dass ihr, bevor ihr die Bildschirmfreigabe macht, bitte erst die PowerPoint-Präsentation startet. Ja, habe ich. In der Bildschirmpräsentation und dann über die Bildschirmfreigabe genau dieses Fenster freigibt. Okay. So. Wenn ihr dann soweit seid, dann sollten wir aber trotzdem Arvid nochmal die Gelegenheit geben, euch anzumoderieren und vorzustellen. Ja, vielen Dank. Wir haben es überbrückt. Jetzt haben die Zuhörer, Zuschauerinnen auch noch mal ein bisschen gesehen, was uns an Vorarbeiten stattfindet. Herzlich willkommen.